So, meine lieben Freunde, es geht wieder los. Heute aus einem Teil meines Schlafzimmers. Ja, so ist es. Ich glaube, es sind sehr anspruchsvolle Fragen. Ich glaube, das wird das erste Video sein, was ich nicht schaffe, in 60 Sekunden zu beantworten, weil das sind sehr tiefgründige Fragen, wo man einfach nur, wenn man Ja oder Nein sagt, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich freue mich darauf, in den Videos quasi sowas weiterzumachen, die Kommentare zu lesen, zu beantworten und auch einfach mal, ja, vielleicht eine Diskussion irgendwie zu starten. Also, Profi in 77. Let's go. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen? Der Hammerwurf. Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben als ihre Eltern haben werden? Kommt darauf an, ob sie aus guten Verhältnissen kommen quasi oder aus sozial schwachen Ebenen. Ist beides möglich. Ich glaube, die Schere wird immer größer, leider. Welche Orte in deiner Stadt gefallen dir besonders gut? Ich wohne auf dem platten Land, auf dem Dorf. Das Einzige, was wir hier haben, ist ein Fluss, ein Sporthaus und ein Dorfgemeinschaftshaus. Wobei die cool sind. Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welchen wären das? Abraham Lincoln, Martin Luther King und Lady Di. Frage mich aber nicht warum. Welche aktuellen lebenden Personen würdest du am liebsten treffen? Oh, Vin Diesel, Margot Robbie und. Keine Ahnung. Lebt Umberto Tozzi noch? Ansonsten The Rock. Kuss geht raus.